Guten Abend, herzlich willkommen im Nachtcafé aus dem Schloss Favorit in Ludwigsburg. Was ich Sie heute fragen wollte, sind Sie vielleicht ein Träumer? Nun ja, davon gibt's viele. Aber sind Sie vielleicht jemand, der seine Träume sogar wahr macht? Die sind etwas seltener. Vielleicht haben zu viele Angst, es anzupacken, um irgendwann wirklich so zu leben, wie sie es sich ersehnen. Doch dies, ich sage Ihnen, das ist nicht der Abend der Bedenkenträger. Meine heutigen Gäste sagen, ich lebe meinen Traum. Ja, ich lebe meinen Traum. Ein lohnendes Ziel. Wir haben es die, die so etwas von sich sagen können, wirklich geschafft. Durch Mut, durch Fleiß oder eher nur durch Zufall. Sie erfahren es von meinen Gästen. Steffi Jones wuchs unter schwierigsten Verhältnissen in einem Frankfurter Problemviertel auf. Von einer Karriere auch nur zu träumen, wagte sie lange Zeit nicht. Heute ist sie eines der prominentesten Gesichter im deutschen Frauenfußball. Eine Jugendstilvilla, Salonmusik, Bälle, das Flair der guten alten Zeit, das war der Traum, in den der Musiker Patrick Sieben alles investierte. Obwohl er viele Menschen damit verzaubert hat, muss er jetzt ums Überleben kämpfen. Michael Leppert machte nach 20 Jahren Schluss mit seinem einträglichen Zahnarztleben. Er verkaufte Haus und Praxis und segelt seither mit seinem schwimmenden Behandlungszimmer über die Weltmeere. Auf einsamen Inseln behandelt er kostenlos Bedürftige. Ute Leube wurde eines Tages von einer nimmer endenden Leidenschaft erfasst, der Begeisterung für natürliche Aromaöle. Das war der Startschuss einer unternehmerischen Erfolgsgeschichte. Der Unternehmensberater Paul Thelen wollte mit 67 noch einmal richtig hoch hinaus auf den Mount Everest. Sein Freund verlor dabei das Leben und er vielleicht den Glauben, dass dieser Traum der richtige war. Die Psychologin Alina Gause berät viele Menschen, die mit ihrem realen Leben auf Kriegsfuß stehen und weiß, warum Lebensträume heutzutage mehr Konjunktur haben denn je. Ja, Frau Gause, und das will ich von Ihnen wissen. Warum sind Lebensträume heute so hoch im Kurs? Also Träume, die man wirklich anpacken möchte, zumindest davon träumt, dass man sie anpackt. Also geträumt haben, glaube ich, die Menschen schon immer. Und wir brauchen das auch, um einfach voranzuwollen. Ja? Aber heute geht es mehr darum, es ist wichtiger geworden, was der Einzelne aus sich macht. Es wird uns nicht mehr so viel vorgeschrieben, wie wir zu sein haben. Und insofern wird es wichtiger, wie sind denn so Self-Made-Karrieren? Das wird spannend für uns einfach. Herr Leppert, Haus- und Zahnarztpraxis verkauft und jetzt schon 7 Jahre auf den Meeren unterwegs. Viele träumen von dem Ausstieg. Warum haben Sie es getan? Was war der wirkliche Grund? Ja, es war eigentlich schon von Anfang an eine Planung in meinem Kopf. Ich bin ja vorher schon viel gesegelt und zur See gefahren. Und wo ich die Praxis gegründet hatte, war das schon so ein bisschen im Unterbewusstsein, dass das irgendwann kommen wird. Und nach 10 Jahren Praxis war es mir eigentlich schon klar, dass das mein Traum ist, dass ich den verwirklichen möchte, auch mit einer Praxis auf dem Schiff drauf, um helfen zu können. War auch in Afrika und sowas vorher schon, wo ich geholfen habe. Und war es Ihnen zu langweilig? Nein, gar nicht. Ich habe ziemlich viel gearbeitet eigentlich, von früh morgens bis spät abends. Aber ich wollte was anderes haben. Ich wollte vielleicht so das Segeln zusammen kombinieren mit das Reisen, das Segeln mit meiner Arbeit. Und Sie blicken so, als hätten Sie es nicht bereut. Nein, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Unser Zahnarzt in der Runde, Praxis verkauft, Boot angeschafft, auf den Meeren der Welt unterwegs. Auch ein Getriebener, oder würden Sie sagen, mit diesem Schritt sind Sie angekommen? Mit dem Schritt bin ich angekommen und lebe diesen Schritt weiter. Es ist nichts, was jetzt einen Endpunkt hat. Es ist nach hinten Open End. Waren Sie schon immer ein Träumer? Also ich überlege mir, ja. Wenn ich so Ihre Kurzbiografie nehme, Vater Zahnarzt, Sohn auch Zahnarzt geworden, mhm. Sie
Hört sich ein bisschen so 0815 an. Ich wollte nie Zahnarzt werden. Deswegen sind Sie es geworden. Ja, ich wollte als Junge nie Zahnarzt werden. Bin eigentlich so als Enfant terrible der Familie gewesen. Aus allen Schulen geflogen, mit Mühe und Not der Hauptschule bestanden. Und dann Elektromechaniker gelernt. Was ist 12 und 5? Was geht inzwischen ganz gut in Mathe. Elektromechaniker, Lehre gemacht und dann gearbeitet als in dem Beruf, dann ein bisschen weitergemacht. Und da habe ich dann ziemlich schnell festgestellt, das ist nicht das Leben, was ich mal führen möchte. Dass ich immer einen Chef über mir habe und dass ich irgendwie da eine Tätigkeit mache, die mich irgendwie nicht zufrieden macht. Und da schnipp, Zahnarzt ist der Knüller. Und dann ist schnipp, habe auch so von, Leute ganz, Münder rumwühlen. Hab so von einem ganz lieben Onkel zu hören bekommen mal, na, bei dir ist wohl, weil alle meine Cousins studiert hatten oder so an, damals ans Gymnasium gegangen sind, bei dir ist wohl die Nachgeburt großgezogen worden. Und das hat mich dann, ich habe keine Menschen was gesagt, bin dann ans Abendgymnasium gegangen und habe da meine mittlere Reife nachgemacht, habe meinen Techniker noch gemacht, habe dann mein Abitur im Abendgymnasium gemacht und erst dann habe ich mal berichtet, dass ich mein Abi jetzt auch habe. Und dann wurden Sie richtig leidenschaftlicher Zahnarzt, was haben Sie sich aufgebaut? Ja, nee, mit dem Zahnarzt hat es noch ein bisschen gedauert eigentlich. Mhm. Es kam nicht gleich dann. War dann auch an der Seefahrtsschule und nach meinem Abitur und bin dann Berufsschifffahrt ein bisschen gefahren, habe dann eine Segelschule auf Elba mit einem Freund zusammen aufgemacht, habe die verkauft, also meinen Anteil dann verkauft, habe eine Firma gegründet für Schiffstechnik, die läuft jetzt noch so ein bisschen nebenbei und ja, und dann bin ich bis Australien gesegelt, alleine, und habe dann einen Studienplatz für Zahnmedizin, habe mich dann doch beworben drum, weil das Technische an der Zahnmedizin hat mich doch sehr fasziniert. Und habe dann das Schiff verkauft, bin zurückgeflogen, habe Zahnmedizin studiert. Nach dem Studium habe ich dann noch 2 Jahre Oralchirurgie gemacht. Also dann wurden Sie richtig sesshaft. Da wurde ich richtig sesshaft. Was haben Sie sich denn aufgebaut als Zahnarzt? Ja, ich habe ja während dem Studium immer Yachten überführt. Damit habe ich mir mein Studium finanziert auch. Und ja, dann mit der Praxis kam dann das erste Mal in meinem Leben überhaupt mal Geld in die Tasche ein bisschen. Vorher war da immer Ebbe eigentlich. Wir haben gerade gesehen, es scheint eine fröhliche Praxis gewesen zu sein. Ja, ja, es war eine sehr, war eine sehr fröhliche Praxis. 20 Jahre, wie groß war Ihr kleines Reich? Ach ja, es war unterschiedlich. Am Anfang waren wir 3 und dann war es so weit über 20 Leute, die da gearbeitet haben, bis ich es eigentlich verkauft habe, nach 20 Jahren genau. Und, 20 Jahre haben Sie das gemacht. 20 und waren Jahre. Erfolgreich. Workaholiker ein bisschen. Ja. Dann auch, ergibt sich da draus. Ne? Und dann habe ich es verkauft, habe mir das Schiff gekauft. Was war der Grund? Wurden Sie in Ihrer Praxis unglücklich? Waren Nein, nicht gar nicht, gar nicht. Aber ich wollte mal wieder was anderes machen. Und es war schon immer mein Traum, zu reisen mit dem Schiff. Aber das hätte ich mir auch früher nie leisten können, nur so als Elektromechaniker, sage ich mal. Mhm. Und, da musste man erst mal eine Zeit lang Zahnarzt werden. Sie sagen es. Wir leben von Hand in Mund. Nun könnte man doch sagen, das alles, und Sie sagen ja, Haus verkauft, ja. Praxis verkauft, Frau verlassen. Ja, das hat sich so mit der Zeit so ergeben. Aber nun könnte man sagen, man lässt doch auch etwas zurück, also wenn man so will, sein Lebenswerk, Freunde, Kollegen. Ja. Warum haben Sie diesen Schnitt gemacht? Ach, das war ein Schritt, der ist in mir schon sehr lange gereift. Und durch das, dass ich schon sehr viel gesegelt habe und viel gereist bin, konnte ich auch die Risiken ein bisschen einkalkulieren. Heute fragen mich auch viele Leute, wo ist das Risiko dabei oder ich habe auch das und das vor, dann den empfehle ich eigentlich immer, mach ein Jahr, Sabbatjahr, mach mal deinen Traum, den du dir vorstellst, dass du jederzeit wieder zurückkehren kannst. Und nach einem Jahr, wenn du mal ein Jahr unterwegs bist, dann kannst du zum Beispiel ein Café irgendwo auf Mallorca aufmachen oder weiß der Teufel was oder ein Häuschen auf dem Berg oben.
Schau dir den Anblick mal im Frühjahr, Herbst und Winter an und ob das so das ist, was dir nahe kommt. Oder wenn du auf Ibiza bist, das Café da. Schau mal, wie es in Wirklichkeit ist. Als sie das, dass sie das Ganze verkaufen wollen und dass sie lossegeln wollen, verkündet haben, wie haben denn Ihre Kollegen und Freunde darauf reagiert? Meine Freunde haben mich alle für verrückt erklärt. Ne? Mhm. Die Praxis lief super gut und meine Mitarbeiter, die haben vielleicht sowas geahnt, aber auf dem letzten Betriebsausflug, den wir jedes Jahr gemacht haben, mit so, waren wir in Ägypten. Jedes Jahr gab es einen Betriebsausflug in der Größenordnung. Denn mit den Mitarbeitern, mit denen man zusammenarbeitet, mit denen arbeitet man ein Jahr zusammen. Und irgendwo muss man ja Danke sagen können. Ja, aber da sind die sicher traurig, dass sie gegangen sind. Ja, das war auf dem letzten Ausflug, wo ich es denen verkündet habe, am letzten Tag. Aber, die haben sie für verrückt erklärt. Alle eigentlich. Da gibt es ja den schönen Satz, man nimmt sich, egal wo man ist, man nimmt sich überall hin mit. Hatten Sie keine Angst, dass Sie letztlich eine Illusion verfolgen, dass Sie auf dem Boot und wenn Sie auch unterwegs ein bisschen Praxis machen, Zahnarztpraxis, dass Sie da letztlich dann doch nicht glücklich werden? Hatten Sie nicht die Angst? Ach nee, eigentlich nie. Nicht eine Sekunde. Ich bin losgesegelt. Segeln kannte ich ja. Ich bin ja schon tierische Strecken vorher gesegelt. Und ich wusste, dass das so meine Sache ist, was ich gern länger betreiben möchte. Nicht nur mal so für 4 Wochen, 8 Wochen im Urlaub dann, sondern dass es mal eine längere Zeit ist. Und ich mache es jetzt 7 Jahre und ich muss sagen, es war genau die richtige Entscheidung. Und durch das, dass ich nur in der Sonne liege, unter Palmen am Strand, wird man wahnsinnig werden. Mhm. Man muss irgendeine Aufgabe, muss ein Mensch haben. Und diese Aufgabe haben Sie sich gestellt. Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie sind unterwegs gewesen jetzt wo im Wesentlichen? Ja, zuerst Mittelmeer, im östlichen Mittelmeer, Syrien, Libanon, Israel, Gaza, Ägypten. Mhm. Und dann nach einem Jahr bin ich dann raus zum Kanaren, dann über den Atlantik rüber, war dann so knapp 1,5 Jahre in der Karibik, von Norden bis Süden, aber das Gebiet kannte ich eigentlich schon sehr gut. Und dann durch den Panamakanal, Galapagosinseln, French Polynesien, da war ich auch 2 Jahre. Und habe da überall an abgelegenen Inseln, wo keine ärztliche Versorgung ist, da bin ich zu der Krankenschwester hingegangen und habe gefragt, ob die hier Probleme haben, dass ich eine komplette Klinik an Bord habe. Und da habe ich eigentlich immer guten Patientenzulauf gehabt von Leuten, die wirklich Schmerzen haben. Also ist hier auf Ihrem stolzen Schiff Mariposa auch eine Behandlungsmöglichkeit. Wie finanzieren Sie das Ganze? Haben Sie so viel Taschengeld? Nö, eigentlich nicht. Es hat letztes Jahr mal so ein paar ganz kleine Sponsoren gegeben, die mir da ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Aber so jedes Jahr mache ich so 10.000 bis 20.000 Euro schon vom eigenen Geld für Materialien. Das heißt, Sie haben beides miteinander kombiniert, die Segelleidenschaft. Und Sie wollen aber auch was Sinnvolles tun und behandeln. Jetzt sind Sie zum Beispiel... Wir haben Sie direkt, glaube ich, aus den Fidschi-Inseln eingeflogen. Ganz genau. Vor einer Woche wusste ich noch nicht, dass ich nach Deutschland komme. Mittwoch war das soweit klar. Und da waren Sie auch zahnklempnerisch tätig. Ja, da war ich auch zahnklempnerisch tätig. Ja, wenn Sie Ihren Lebenstraum, Ihren eingelösten bilanzieren, war es richtig? Ja. Es wird alles ein bisschen teurer für einen, als man am Anfang denkt, obwohl ich sehr gut kalkuliert hatte, aber es wird gehen. Man muss eben seine eigenen Ansprüche ein bisschen zurückstecken und dann klappt es wunderbar. Und Sie haben so viel Geld verdient, dass Sie das bis zum Lebensende machen können? Nein, so viel braucht man eigentlich nicht. Die ganze Reparaturen, das teuerste überhaupt ist so ein Schiffsunterhalt und das mache ich fast alles selbst. Das heißt, nichts bereut? Nein, nichts, nicht eine Sekunde. Doch der einzige Fehler, ich hätte 5 Jahre vorher anfangen sollen. So, das war das Nachtcafé. Ich lebe meinen Traum. Und
Die Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach hat uns viele Sprüche hinterlassen und einen Satz zum Thema, mit dem sich sehr gut leben lässt. Nenne dich nicht arm, weil deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Wirklich arm ist nur, der nie geträumt hat. Merken Sie sich das. Bis zum nächsten Nachtcafé. Auf Wiedersehen.